Es ist Herbst geworden und im Forstrevier hat der Holzeinschlag begonnen. Je nach Stärke des Holzes gibt es unterschiedliche Arbeitsverfahren. Die motormanuelle Holzernte, also die Aufarbeitung mit der Motorsäge, wird überwiegend im Starkholz angewandt. Forstwirtschaftsmeister mit 3 Forstwirten, so heißen die gelernten Waldfacharbeiter, bilden hier eine Arbeitsgruppe, auch Partie genannt. Im Ein- oder Zweimannverfahren werden die zuvor vom Förster gekennzeichneten Bäume gefällt entastet, auf die gewünschte Länge geschnitten und vermessen. Anschließend zieht ein Traktor mit Seilwinde die Stammteile an eine Rückegasse oder den Erdweg. Von dort befördert sie ein Forstspezialschlepper mit Zange zum Fahrweg und platziert sie auf diversen Holzlagern, den sogenannten Poltern. Im teilmechanisierten Verfahren kommt ein Holzvollernter zum Einsatz. Dieses Hightech-Fahrzeug besitzt einen Kran mit ca. 9 Metern Reichweite und ein Prozessoraggregat mit Kettensäge, Vorschubwalzen und Messern. Damit kann der Fahrer ganze Bäume fällen, entasten, auf Länge schneiden und sortenweise messen. Vor allem schwaches und astiges Holz arbeitet so eine Maschine sehr rationell auf und entlastet die Forstarbeiter von ergonomisch ungünstigen und zeitraubenden Tätigkeiten. Wegen der Bodenverdichtung dürfen Maschinen schon lange nicht mehr im Bestand fahren, sondern nur noch auf markierten Trassen. Der Abstand zwischen diesen permanenten Fahrlinien beträgt im Regelfall 40 Meter. Ist aber im nicht befahrbaren, steilen Gelände oft weiter. Somit kommen über 90% der Waldfläche mit Fahrzeugen nicht in Berührung und die natürliche Bodenstruktur bleibt erhalten. Das ist gerade im Weichbodengebiet sehr wichtig für den Wasserhaushalt, die Belüftung und ein gesundes Wurzelwerk. Bäume, die außerhalb der Kranreichweite des Vollernters stehen, müssen von einer Mannschaft mit Motorsäge und Seilmaschine zugefällt oder hergezogen werden. Diese Gruppe hat eine sogenannte Vorlieferraupe im Einsatz, die sehr agil ist und eine leistungsfähige Seilwinde besitzt. Je breiter die Auflage des Fahrwerks, desto weniger Bodendruck und desto geringer die Spurbildung. Bei schweren Forstmaschinen geht man heute dazu über, das Gewicht auf 3 oder 4 Achsen mit Breitreifen zu verteilen, um bei Bedarf noch Kettenbänder aufziehen zu können. Bedingt durch den technischen Fortschritt kann ein größeres Fahrzeug heute relativ bodenschonend eingesetzt werden, was speziell am Steilhang wichtig ist. Diese Maschine ist zusätzlich mit einer Traktionsseilwinde ausgestattet, die das Fahrzeug synchron zur Fahrgeschwindigkeit unterstützt und damit die Räder bei der Traktion entlastet. Dies kommt vor allem dem Rückezug zugute, der die tonnenschwere Last aus Rundholz über teils weite Strecken sicher und schonend zum Lagerplatz transportieren muss. Die Rückegassen und Maschinenwege sollen dabei in gutem Zustand bleiben, damit sie auch für zukünftige Einsätze zur Verfügung stehen. Die Fahrwege müssen noch die spätere Holzabfuhr durch die LKWs überstehen und sollen danach ja wieder als Spazierwege dienen. Doch vorläufig ist hier Baustelle und Außenstehende müssen einen Umweg in Kauf nehmen. Die Absperrung dient nicht zuletzt der Sicherheit der Waldbesucher.
Achtung! Bäume fällen und manipulieren ist eine gefährliche Arbeit. Das Team im Forst trägt sowohl für die eigene Sicherheit Verantwortung als auch für die der Waldbesucher. Wer Absperrungen missachtet, riskiert nicht nur sein Leben oder ein Bußgeld, sondern bringt auch die Arbeiter in eine schwierige Lage. Er behindert ihre ohnehin anstrengende Tätigkeit und sorgt so für zusätzlichen Stress bei der Mannschaft. Es zeugt von Vernunft und ist ein Zeichen des Respekts vor dem Arbeitsplatz Wald, wenn Besucher eine alternative Strecke wählen und auf die nicht gesperrten Wege ausweichen. Die planmäßige Holzernte in diesem Revier konzentriert sich auf den jeweiligen Pflegeblock. Der Turnus zur Wiederkehr beträgt 5 bis 7 Jahre, sodass stets mehr als 80% der Waldwege ohne Behinderung zugänglich sind. Das gilt auch für etwaige Verschmutzungen, die sich auf einer Baustelle eben nicht immer vermeiden lassen. Die Arbeiten dienen zudem der Förderung eines strukturreichen und stabilen Mischwaldes mit natürlicher Waldverjüngung und kommen so auch dem hohen Erholungswert der beliebten Waldgebiete zugute. Die arbeitenden Menschen, die bei der aktiven Pflege und Gestaltung das ganze Jahr über der Witterung ausgesetzt sind, verdienen das Verständnis und die Anerkennung der Waldbesucher. Wie wir also sehen, sind diese schönen Wälder nicht von alleine entstanden. Zuerst Pflanzung und Schutz der Baumkulturen, dann Auswahl und Pflege des Jungwaldes, schließlich Durchforstung und Vermarktung des Nutzholzes waren notwendig. Auch heute sorgt die regelmäßige Entnahme von überzähligen Bestandesgliedern nicht nur für ein vielseitiges Waldbild, sondern gibt den verbleibenden Bäumen die Chance, sich weiterzuentwickeln. Erst die entsprechende Nutzung des jährlich zuwachsenden Holzes nämlich schafft den Raum, in dem die besten Bäume genügend Luft, Wasser und Nährstoffe bekommen, um groß und stark werden zu können. Gesunde und intakte Mischwälder dienen nicht nur den Tieren und Pflanzen, sondern schützen auch Atemluft, Erde und Trinkwasser. Ein ökologisch vitaler, ästhetisch reizvoller und stabiler Wirtschaftswald wiederum kommt den vielen Besuchern zugute, die hier täglich Ausgleich und Anregung finden bei Erholung, Sport und Spiel.